Gestern gab es wieder Diskussionen, warum diese Umkehrregel beim Dividieren von Brüchen? Ne? Wir wissen ja, 3/4 geteilt durch 1/2, muss ich erst umschreiben in 3/4, das bleibt so, und den Divisor, den kehre ich um, mal 2/1. Warum? Ich habe das schon mal ausführlich begründet, mit Viertelteilen und so weiter und so fort. Ist die eine Variante. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Variante. Nebenbei, wenn hier Links erscheinen, ne, könnt ihr ruhig draufklicken, das Video wartet hier. Ich habe auch ein Thema zum Link Brüche dividieren. Wer also sagt, es mir egal, ich mache das einfach mit der Regel, der findet hier sofort dann auch gleich ohne große Erklärung hier für die Regel. Und die Regel ist ganz einfach zu merken. Na gut, wir betrachten mal zur Begründung, zur anderen Variante der Begründung. Wenn ich die Zahl 1 hinschreibe, dann kann ich sagen, das ist ein Eintel. Ne? Ein Ganzes heißt es ja. 1 durch 1 bleibt 1. Gut, 1 durch 1. Jetzt kann ich auch sagen, dieses 1 Eintel in Schwarz kann ich oben und unten mit 3 erweitern. Dann heißt es 3 Drittel. Andersrum heißt aber die Aufgabe 3 durch 3. Also 3 Drittel heißt sie. Andererseits ist das aber auch ein Term, der heißt 3 geteilt durch 3. Der Bruchstrich heißt durch. Ist wieder 1. Gut, bleibt so. Wir haben also den Bruch wertmäßig nicht verändert. Es bleibt 1. Andersrum kann ich auch sagen, ein Eintel, hier dieses ein Eintel, kann ich auch jetzt mal auseinandergeschrieben, nicht als Erweiterungsaufgabe, sondern einfach als Malaufgabe auffassen. Mal 3 Drittel. 3 Drittel ist auch 1, 1 mal 1 bleibt 1, 3 Drittel bleibt das so. Ne? Und Brüche multiplizieren, das macht man ganz genauso, das ist praktisch bloß eine, das ist kein echtes Erweitern, das ist wirkliches Multiplizieren, indem ich oben und unten meistens was anderes habe. In diesem Multiplikator hier, in diesem Faktor. 4 mal 2 ist 8 und unten 5 mal 7 ist 35. Nochmal auch, das ist ein ganzer Online-Kurs nur über das Thema Brüche und Bruchrechnung, dass die eigentlich ganz leicht ist. Wie erweitert man Brüche, wie multipliziert man Brüche? Auch hier wieder ein Link. Gut, betrachten wir die Sache mal von der Divisionsseite her. Ich habe hier 4 geteilt durch 2 als klassische Aufgabe und die darf ich umschreiben als 4 durch 2 und habe automatisch einen Bruch. 4 durch 2 heißt das auch. Ne? Gut. Ich darf aber dieses 4 durch 2 auch so umschreiben, dass ich sage, hier oben nehme ich einfach mal etwas mal 1. Das kann ich oben und unten machen, dann wäre es erweitern, aber das, ich kann etwas mal 1 einfach nehmen, ohne dass sich der Wert hier oben verändert. Dann sieht die Aufgabe so aus. Mal ein bisschen anders geschrieben. 4 mal 1 durch 2 ergibt 2. Heißt aber, 4 durch 2 ne, ist 2 mal 1, 2. Nebenbei auch mal, wie man Bruchteile ganz schnell so berechnen kann, auch nochmal der Link hier oben. Und jetzt betrachten wir nochmal die ganze Sache nochmal ein bisschen anders von der Division. Und jetzt habe ich nicht 4 durch 2, sondern 4 durch 2 Eintel. Ich habe diesen Bruchstrich extra mal anders bunt gemacht und dieses Eintel hier unten auch. Wenn ich das mal ausführlich hinschreibe, heißt das 4 durch 2 durch 1. Aber Achtung, 4 durch 2 ist 4 halbe. 4 Zweitel. Und durch und nochmal durch, das kehrt dieses durch sozusagen um, dann ist das so wie 4 Zweitel mal 1. Ist 2. Gut, keine Besonderheit. Jetzt nehmen wir aber mal das, was die meisten Leute so unsicher macht, wenn ich durch einen Bruchteile, also durch etwas, was kleiner ist als 1, kommt mehr raus. Das ist das Komische. Ich mache das gleiche nochmal hier wieder mit anderen Farben. 4 durch 1 durch 2 ist mal in Textschreibweise, 4 durch 1 ist 4 Eintel und 4 durch 2 ist mal 2. Ja, und 4 durch 1 mal 2 ist 8. Es wird größer. Wem das so mehr gefällt, sich das so zu merken oder das als Begründung aufzufassen, weshalb ich eigentlich diese Regel hier, diese, weshalb ich die anwenden muss, um Brüche zu dividieren. Gut, der soll diese Begründung besser finden, der andere eben die, die ich zu Anfang genannt habe. Ich werde jetzt hier zum Schluss nochmal Links anfügen, auch zum Thema Doppelbrüche. Durch ist mal, sage ich immer gerne. Kann man nämlich ganz schnell mit Doppelbrüchen leichter umgehen. Und ich hoffe, dass es euch hilft und wünsche euch eine schöne Adventszeit und dann schöne Weihnachten und schöne Ostern nicht. Also, macht's gut, tschüss.